Der Spendenlauf Run and Roll Dresden bewegt sich ist eine Initiative von zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Universitätsklinikums und vieler außeruniversitärer Forschungseinrichtungen sowie dem Netzwerk Dresden für alle. Das soll ein starkes Signal geben, dass Dresden, dass dieses Land sehr viel weltoffener und bunter ist, als manche denken. Mit dem Erlös des Spendenlaufs wollen wir die universitäre medizinische Versorgung von Flüchtlingen organisieren. Denn für uns Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Universitätsklinikums ist die Gesundheit aller Menschen gleich wichtig. Wie wir ja leider fast täglich im Fernsehen sehen können, ist die Flucht häufig lebensbedrohlich sogar. Und das bedeutet, dass eben die geflüchteten Menschen besondere medizinische Risiken mit sich bringen und natürlich auch ein höheres Risiko von Erkrankung haben. Aufgrund der Gesetzeslage haben sie aber am Anfang nur Anrecht auf Notfallversorgung, Versorgung im Falle von Schmerzfällen. Und die Realität ist aber, dass geflüchtete Menschen wie auch alle anderen Menschen häufig auch andere Erkrankungen haben und auch Erkrankungen, die sofort behandelt werden müssen, auch wenn sie nicht der Definition eines akuten Schmerz- oder Notfallzustandes entsprechen. Wir freuen uns vor allem über eine unglaubliche Hilfsbereitschaft von vielen Kooperationspartnern, die hier ihr zivilgesellschaftliches Engagement zeigen für ein weltoffenes, für ein buntes Dresden.